herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ihr seht das Monster ja vor mir. Ihr habt das in den letzten zwei Videos verfolgt. Wir haben das geklemmt. Das waren zwei nette, entspannte Bauvideos und das Klemmen mit dem kleinen Lord hier war echt klasse. Was haben wir hier vor uns? Wir haben hier von Mold King die Kingland 11012 vor uns mit 3228 Steinen plus Power Functions. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schmeiß das Ding von Lego weg. Ich finde die hier viel geiler. Allein schon dadurch, dass die halt wirklich auch selbstständig läuft. Und im Gegensatz zu der von Lego, wo ihr unten eine Kurbel habt, wo ihr die dann hochkurbeln könnt. Ja, man kann erst mit Power Functions versehen. Ist aber blöd, wenn man dann selber noch was machen muss. Hier habe ich jetzt out of the box. Und wir haben jetzt einige kleine Schwierigkeiten. Und zwar... Das Einzige, was ich so großartig bemängelt habe dabei, das ist wirklich hier in dieser Sturzkurve, bevor es halt zu dem Freefall geht quasi, haben wir ein Konstrukt, was ich ein bisschen ändern musste. Ihr sollt da normalerweise diese Baurichtungsumkehrsteine drauf machen, plus eine Zweierplate und auf diese... sollen dann links und rechts diese 1x1 C-Clamp Plates kommen. Wenn ich das so mache und das so einklemme, wie die das wollen, dann funktioniert das nicht. Das liegt einfach daran, weil mir das oben die Schiene komplett auseinanderdrückt, weil da einfach der Platz zu eng ist. Wenn man jetzt, wie ich, ziemlich ungeduldig ist und keinen Bock hat, da lang rumzufriemeln, hier der ganz einfache heiße Tipp für euch. Macht diesen Stein in der Mitte raus. Ihr habt garantiert irgendwo hier diese Pins mit Noppenaufnahmen irgendwo dran. Macht die dazwischen. Passt wunderbar. Ihr habt keine Probleme. Hoi. Ihr habt keine Probleme dann damit, dass ihr da irgendwo gucken müsst, dass ihr das arrangiert kriegt oder dass ihr da ein Ablaufproblem habt. Weil das größere Problem war, weil wenn der jetzt fährt, der soll hier oben in der Kurve durch das Rad hier oben den Anschubs kriegen, damit er hier runter saust. Aber wenn der dann hier vorne gebremst wird, fehlt ihm einfach die Kraft. Das ist einfach so. Und ihr seht, wir haben ja einiges hier schon durchgetestet. Wir haben Wagen drüber laufen lassen. Wir haben sogar Wagen von Lego mittlerweile drüber laufen lassen. Und lasst es euch gesagt sein, mehr als 4 Wagen ist nicht drin. Das funktioniert nicht. Das liegt einfach daran, dass wenn ihr 4 Wagen habt und macht die da drauf... Aber das hast du schon im letzten Video erklärt. Ja, ich weiß. Ich fasse das ja jetzt alles nochmal zusammen. Das heißt, wenn ihr die 4 Wagen habt und macht die da dran, fahren die hier hoch und hier oben in der Kurve macht das ein... Stand und es reißt euch die Kette auseinander. Das ist einfach so, weil er hier vorne durch dieses Rad gestoppt wird. Ihr seht, ich kann die auch so mal von der Hand ein bisschen durchdrehen. Hier unten rutscht der auch prima durch. So wie es sein soll. Und jetzt haben wir so ein kleines Problemchen immer noch dabei. Und zwar liegt das einfach daran, dass dieser Kunststoff auf Kunststoff nicht gut reibt. Und dabei ist es egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Wagen von Dings ist oder woher ich den habe. Ihr habt hier unten. Das ist der Lego, das ist der Molkin. Sicher, die sehen ziemlich gleich aus. Ja. Naja, gut, Papa, egal. Weil die hatten wir schon zusammengeklemmt. Die beiden. Und der vordere Mann von Molkin hatte hier noch Scheinwerfer und die von Lego nicht. Da hast du durchaus recht. Cleveres Kerlchen. Ja. Ja, ihr habt hier unten diese Kunststoffrollen drin und da habt ihr halt das Problem, dass die halt nicht richtig laufen. Ich werde das jetzt mal kurz demonstrieren. Hier, Kollege Schmalschuh muss mal hier runter. So, dann werden wir mal gucken. Und ihr seht, er bleibt einfach auf der Strecke liegen. Zapp. Das war's dann auch für den Wagen wieder. Weil er einfach nicht weiterkommt. Der darf nicht am Unterfall. Ja, ich weiß. Ich habe halt dicke Finger. Ich bin halt nicht so gelenkig wie du. Ich bin nicht mehr hier... 7. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. Ja, also... was halt auch noch so eine Sache ist dabei, sie wirkt lieblos und nackig. Das ist vielleicht für manche ein Kritikpunkt. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es aber weniger Kritikpunkt.
Weil du bist ein Arschkeks. Also wirklich. Jetzt hat es dann funktioniert. Ja, aber ich habe auch viel mehr Schlungen genommen. Ich habe da schon so fester getippt. Man muss da ein bisschen. Man muss da ein bisschen fester tippen. Okay. Ich sag nichts mehr dazu. Ehrlich. Okay. Alles gut. Nein. Was ich sagen wollte dazu ist, viele empfinden das ein bisschen als lieblos, dass da auch viel Platz ist. Ich darf doch jetzt den Leuten erstmal was erklären, oder? Danach bin ich dran, wenn du fertig bist. Dann bist du ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber lass mich doch erstmal meinen Satz fertig machen, bevor wir jetzt hier nochmal fünfmal anfangen müssen. Also nochmal. Für manche mag es lieblos wirken, weil halt zu wenig Dekoration etc. dabei ist. Ich persönlich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, mir macht das wenig aus, weil wenn ich mir so Achterbahnbahnen in Freizeitparks angucke, dann sind die meistenteils thematisiert. Wir haben hier keine Thematisierung bei dieser Achterbahn dabei. Und da ist es dann eigentlich auch sinnlos, dass irgendwo irgendwelches Gedöns dazwischen steht. Wenn ihr die personalisieren wollt, was weiß ich hier mit, hast du nicht gesehen, hier Fledermaus auf der Bahn etc. Pups, wurscht. Macht das. Damit habt ihr freie Hand mit dem Ding. Wirklich. Da habt ihr einwandfrei freie Hand und ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Das ist dann völlig euch überlassen. Aber ich persönlich finde sie so, wie sie ist, schick. Ganz einfach, weil sie ein schlankes Design hat und dementsprechend auch, finde ich, hochwertiger ist, als wenn ich die jetzt hier mit noch 1000 Steinen verzieren würde. Zumal hierdurch dann auch die Individualität für euch gegeben ist, weil ihr die auch prima in irgendwelche Baustätte oder sowas, die ihr selber macht, integrieren könnt. Und das finde ich ein sehr großes Plus. Ja, also da gibt es vieles, was man machen kann. Und es ist jetzt nicht einfach so dahingesagt, sondern es ist einfach so. Ich kann jetzt hierher gehen, ich kann hier habe ich noch genug Platz, hier kann ich den ganzen Tower reinstellen. Hier kann ich jetzt Lauf! Hier! Bohrmaschine! Ja, die werden mir dann vielleicht auch noch hier gleich in den, wo ich das laufen lassen, vielleicht machen wir da sogar noch Murmeln rein. Guck mal einer an. Passt wunderbar da rein, oder? Ja. Da seid ihr völlig frei, dass ihr irgendwas machen könnt oder gestalten könnt, damit ihr da irgendwo noch was reingezimmert habt. Das ist halt einfach der Vorteil dabei. Jetzt mal fernab von allen Themen, das ist ein prima Set eigentlich. Der einzige Schwachpunkt, den ich persönlich noch sehe, ist halt wirklich, dass halt keine Minifiguren mitfahren können, weil wenn ihr die da reinsteckt, die bleiben euch nach dem Looping hängen. Das ist einfach so. Nach dem Looping ist die Schiene nämlich so knapp bemessen, dass gerade hier so ein Wagen durchpasst und wenn dann nur so ein bisschen was noch oben drauf ist, das hier ist gerade noch in Ordnung, aber eine Minifigur, no way, funktioniert nicht, bleibt hängen oder um es drastisch zu sagen, Darth Vader verliert einfach mal den Kopf. So, du wolltest noch was sagen. Ja, aber ich bin manchmal auch so ein bisschen der Kräftiger, weil mein Papa ist hier, weil solchen höheren Konstrukten immer vorsichtiger. Deswegen, da greife ich auch mal gerne rein, obwohl man es nicht möchte. Ja, und was ich noch zeigen wollte, ihr könnt... Habt ihr das Star Wars Set? Dann müsst ihr das hier schon, dass das hier eine Maske ist. Oder aus dem Star Wars Film. Ja, ich habe die nämlich nie gesehen. Ich habe nur Phineas und Ferb mit Star Wars Maske gesehen. Und ja, das war's auch schon von mir. So schnell warst du fertig. Alter, das. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du jetzt doch noch so schnell fertig bist. Ich hätte gedacht, du laberst jetzt doch noch eine Stunde. Bevor ich hier fertig bin mit dem, was ich eigentlich gerade vorhatte. Ich wollte nämlich gerade hier das Ding nämlich davor setzen. Und ja, technisch unklug gerade von mir. Das passt nicht. Warum passt das wieder nicht? Oh, ja, ich weiß. Ich weiß, ich spiele wieder zu viel herum. Jonas? Nein, das wollte ich gerade nicht sagen. Ja, was ist denn los? Ich habe das was eben vor... Ich hab nicht. So.
Wir machen das nämlich mal darunter, weil dann können wir nämlich hier die Schlange nämlich so laufen lassen. Papa, ich habe noch nie so vor so vielen Menschen da draußen gesungen. Deswegen habe ich auch ein bisschen gezittert. Ehrlich? Ja, ich habe ein bisschen gezittert. So, wir stellen den Baum jetzt erstmal an die Seite. Ich habe nämlich hier ein Silikonspray. Ja. Und ich hätte nämlich gesagt, trotzdem, dass das jetzt so gut funktioniert hat, wir probieren das erstmal mit den regulären Wagen aus, die wir hier haben. Die sind halt jetzt, das sind die. Ich gehe ein bisschen so nach vorne, okay, Papa? Warum willst du nach vorne gehen? Bleib doch hier. Bleib hier und sei mein Gast. Ach so, weil der andere Wagen noch da vorne liegt, meinst du? Ja. Nee, lass mal. Okay. Da werden wir mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das gerade gemacht habe. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo der Floh ins Wasser hüpft. Jetzt werden wir das Ding mal ein bisschen in den Vordergrund rücken, damit wir einfach nur... gerade hängen, liegt aber daran, dass sie gerade nicht richtig in der Spur saßen. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Die haben sich nämlich hier rausgedrückt, weil sich nämlich hier unten auch die Steine gehoben haben. Das war nämlich jetzt gerade hier total semi. Aber ihr habt gesehen, es läuft einigermaßen. Ja, ich habe direkt auf das Set gesprüht mit Silikonspray, damit es ein bisschen mehr fluppt. Ja. Wo habe ich denn meinen Handschuh hingelegt? Hier hat mir gefallen. Nein, ich habe ihn. Wir werden mal gucken, dass ich hier... die Schienen ein bisschen bearbeitet kriegen, damit das hier aber sauber flutscht. Kannst du Silikon frei haben? Bitte? Um deine Hand zu besprühen? Lass mal bitte. Okay. Meine ich nicht böse? Es ist nur einfacher, wenn ich mich mit dem Zeug voll sau, als dich. Ha? Ja. So. Mal gucken, dass das hier jetzt auch gut flippt. Und die Unterseite muss auch noch so sein. Nee, es fällt ja auf der Oberseite. Aber Papa. Aber Jonas? Wir werden jetzt nochmal gucken, wir werden es jetzt anschalten und dann können wir schauen.
glaube, das will nicht mehr hier. Irgendwas stimmt da hier nicht. Warum reißt der? Ah, ja, ist klar. Ja. Die Wagen sind zu dick. Die Wagen sind zu dick. Deswegen stoppt der jedes Mal. Der bleibt hier an den Lampen hängen. Weil er sich nicht bewegen kann. Ha? Siehst du? Das Problem, was jetzt herrscht, ist ein hausgemachtes. Das ist kein Problem, was ihr dann später haben werdet, sondern das ist ein reines Problem, was ich jetzt habe, weil ich jetzt mit dem Silikonspray herumgearbeitet habe und ich habe ein bisschen rumgehaust, ich habe den aufgepasst. Die Wagen sind jetzt glitschig und matschig. Das ist einfach so. Und man hat das ja vorhin gesehen, die Wagen hier sind einmal frei gelaufen, bis dem Moment war, ich die seitlich angepackt habe, weil jetzt rutscht nämlich das Gummi, was dafür sorgt, dass die runtergeschossen werden sollen. Das ist nämlich jetzt auch ein bisschen schmierig. Ja, das sorgt jetzt dafür, dass die Wagen nicht mehr runtergeschossen werden, sondern das sorgt dafür, dass es einfach nur über die Wagen rüberrutscht und somit den Wagen keinen Antrieb mehr liefern kann. Und genau das ist das Problem, was jetzt gerade vorliegt. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir das Problem beheben gleich und dann werden wir euch noch ein schickes Video daraus machen, wo einfach nur das Ding läuft. Beziehungsweise der kleine Nord wird euch dann hier noch ein bisschen rumführen und ein bisschen was zeigen von dieser Achterbahn gleich. Mhm. Deswegen, das wird ein kleines bisschen wild mit den Aufnahmen werden, ja, das sage ich euch jetzt schon. Und jetzt darfst du reden. Ja, und nicht wundern, dass da noch gleich ganz viele Figuren sind auf der Fläche verteilt. Ich stelle mir nämlich gleich noch auf. Damit das ein bisschen hübscher ist, nimmt's Papa. Ja, wir können ein, zwei Figuren hinstellen. Wir übertreiben es nicht. Mal sagen es mal so, wir übertreiben es nicht. Erstmal kümmern wir uns jetzt darum, dass wir die Wagen ein bisschen schmierfrei kriegen, damit das hier auch ordentlich und sauber läuft. Und dann geht's weiter. Und so. Ich möchte noch was sagen. Der da. Den setze ich nicht. Den setze ich nämlich noch gleich an eine andere Stelle. Ich muss jetzt nur gucken, Schatzi, dass ihr nicht mein Gesicht seht. Schatzi, wenn du da drüben stehst und sprichst oder weggehst, hört dich keiner. Das Mikrofon ist rein hier vor mir gerichtet. Tschüss. Was sagst du denn? Tschüss? Geht gleich weiter. Bis gleich, meinte ich damit. Klärst jetzt mal erstmal. Ja, wir haben jetzt auch da noch hier die Wagen von Silikonspray befreit. Ja, halt's nicht direkt davor. Genau, ein bisschen weiter weg. Außerdem, ich hätte es da so filmen können, damit man die Wagen halt so sieht. Und wir benutzen die dunkelblauen Wagen. Die liegen da jetzt schon bereit. Genau. Hier oben seht ihr jetzt die Stelle, wo ich gesagt habe. Dann haben wir jetzt hier auch noch unser kleines Raumschiff. M-King. Rakete. Und jetzt gucken wir nochmal in die Ticketbude hier rein. Ja, Darth Vader sitzt da gleich drin. Genau, Darth Vader haben wir jetzt noch nicht reingesetzt. Der ist jetzt noch nicht da drin. Ja. Die stehen noch hier drüben an und warten darauf, dass irgendwas passiert. Hier oben seht ihr jetzt auch nochmal schön die Sticker und alles. Hier drüben können wir nochmal ein Stück in die Technik reingucken. Ihr seht, die Wagen werden hier mit den Gummis nach vorne geschoben und vorne gezeigt, damit die hier den Schwung kriegen in der Kurve. Dann geht das hier rum. Und Papa, geht hier auf den Kettenspanner. Papa, da seht ihr den Kettenspanner noch. Und die Kette, die seht ihr, die ist halt groß und laufend nach oben. Bis hier oben an den Hauptpunkt, bis wo der Kipppunkt ist. Dann geht das ein kleiner Absatz runter. Und dann haben wir hier diesen vertikalen Sturz. Den habt ihr ja von vorne gesehen. Looping. Wir haben hier oben auch eine kleine Kamera dran, die euch fotografiert beim Runterfahren. Hui. Genau, so, dann haben wir den Looping hier. Also jetzt halte ich es nochmal kurz mit Wagen, rum. Das mit Kamera. Ohne dass der Wagen halt so fällt. Und ihr seht,
Ihr seht halt jetzt auch hier, da ist noch ein riesengroßes Loch drin. Ihr habt da noch viel Platz, dass ihr da irgendwas reinmachen könnt, auch gestalten könnt. Ihr könnt euch da richtig austoben, das wirklich Laune macht. Ja, das finde ich noch von Molking cool. So, in diesem Sinne, jetzt gehen wir in das Laufvideo einfach über. Dass der Wagen auch wirklich alles klappt eigentlich. So. Ich finde es nicht gar nicht. Ich habe da alle Riesen gelandet. Und ich habe gedacht, da hat die Wagen gekriegt. Ich bin auch noch.
Das ist ein bisschen. Und dann noch ein Rad. Das ist ein bisschen.